So, da wir das noch nicht gespielt hatten, müssen wir das erstmal auswählen, wie wir hier den Textmodus machen wollen. Willkommen, meine Lieben, zum ersten Mal Textmodus im neuen Let's Play mit RB Leipzig. Wir sind momentan Tabellensiebter und Burghausen steht auf der 19. Und ja, das müsste normalerweise eigentlich von der Mannschaftsstärke heute für uns ein machbares Los sein. Aber meistens ist es ja so, dass wir uns gegen die Kleinen, aber obwohl Burghausen natürlich nicht klein ist, eigentlich sind wir die Kleinen, weil wir die Aufsteiger sind. Dass wir da eigentlich natürlich noch lernen müssen. Und wir sind natürlich mittendrin, wir haben eine gute Mannschaft. Und wir spielen offensiv, also das ist auch, was uns auszeichnet. Also wir kommen in die neue Liga und wir spielen sofort mit zwei Stürmern. Fabian Franke hat alle Tassen nicht mehr im Schrank. Mit einer Tätlichkeit gegen Benčić. Und bekommt hier Gelb. Das ist natürlich keine Frage, dass er da Glück hat. So, Bastian Schulz heute zum ersten Mal drin. Leitet weiter auf Papadimitru aus 18 Metern. Und das Ding ist sofort drin. Siebte Minute. Christos Papadimitru, der 18-jährige Grieche, der sieht aus wie 28. Super. Aus 18 Metern, halblinker Position, trifft über den chancenlosen Torwart. Also das fängt doch hier wirklich super an. Jetzt legen wir sofort nach mit einer 100-prozentigen. Wieder ist es der Grieche Papadimitru mit der Flanke auf den Kopf von Fran. Luboe braucht da nicht einzugreifen. Hä? Was? Achso, das war's schon. Das war's schon. Ich habe gedacht, das ist eine Riesenchance, die 100-prozentige Chance. Ich habe gewartet, geht es hier weiter oder was? Thomas Leberfinger, rüdes Foulspiel, 15. gelbe Karte. Klares Foul von ihm an Daniel Fran im Strafraum, gibt Elfmeter und Gelb für den Burghauser. Ja gut, gibt einen Elfmeter. Legt sich den Ball zurecht, Dimitru. Ja, das ist mal die kurze Version, Dimitru, aber das klingt auch blöd. Zweites Tor vom Griechen. Also, Man of the Match bis jetzt. Kann natürlich noch viel passieren. Meine Mannschaft möchte aber sofort nachlegen. Wieder ist es Papadimitru. Also heute werde ich den Namen, glaube ich, noch im Schlaf weitersprechen. Könnte ich mir vorstellen. So, kam auf Denis Tomala. Kopfball. Luboe kann parieren. Aber es war abseits. Ich glaube, Luboe ist, glaube ich, so ein Spieler, der sogar Nationalmannschaft gespielt hat. Elfenbeinküste, meine ich. Mich zu erinnern. Damals, oh, wo hat er denn gespielt, wo das so war? Koblenz. Damals in der zweiten Liga. Bin mir nicht mehr genau sicher, vielleicht weiß es einer von euch. Ganz stark waren Villas und Papadimitru natürlich, logischerweise. Mit diesen zwei Toren. Und mit einer tollen Partie einfach. So haben wir uns das vorgestellt. Warum soll ich die anlügen? Es ist so. Das war wirklich ein Top-Spiel. Ich lobe den, ich motiviere den Franke, der eigentlich gar nicht mehr am Platz sein dürfte. Papadimitru natürlich loben. Und motivieren vorne Fran. Das nützt aber gar nichts. Wir motivieren auch, Röttger nicht. Der rastet dann wieder sofort aus und kassiert Karten. Also ich habe das Gefühl, Timo Röttger ist so ein kleiner Kampfdackel. Vom Gefühl her. Also sieht doch ein bisschen so aus. Und mit dem sollte man sich das lieber nicht verscherzen. So, Massagen, es ist nötig. Absolut, es ist... Gut, die haben noch keine richtige Fitness. Wir fangen ja sehr früh an mit der Saison. Normalerweise in der ersten, zweiten Liga würdest du jetzt hier noch dick im Trainingslager rumkutschieren. Wir müssen schon wirklich hier Liga-Fußball spielen. Und natürlich für uns alles noch neu in der Liga, das ist ganz klar. Spielergespräche, habe ich jetzt alles gemacht oder was? Genau, alles weg. Ich überlege noch, was ich mache. Ich glaube, ich lasse jetzt sofort Sebastian warm laufen, dass wir den Franke da wegbekommen. Weil wenn der gelb-rot kassiert, dann gucken wir erstens blöd aus der Wäsche. Und helfen damit Burghausen. So, Bellot darf sich wieder hinsetzen. Die Mannschaft, die nach der Pause sofort wieder nach vorne stürmt, das sind wir. Das ist super anzugucken. Flanke von Röttger. Luboe mit dem Fehler unterläuft den Ball. Hinter ihm steht Eberlein. Und das ist gut für Burghausen, weil es gibt da nur Ecke. Und nicht die Entscheidung hier, weil das wäre es gewesen. 0:3 zu dem Zeitpunkt. Ich glaube nicht, dass da noch was schief geht. So, Thiago Rockenbach da Silva, unser Spielmacher, hebt die Hand. Schlägt den Ball dann rein. Und der Mann, der den Elfmeter verursacht hat, Leberfinger, ist da, klärt Postwendend der Kopf. Und leitet wahrscheinlich hier einen Konter ein für Burghausen. Fabian Franke pennt und das ist jetzt auch dann für mich das Zeichen, dass der raus will. Na gut, doch nicht. Und ich war etwas zu voreilig. Also Franke hat da schön nachgesetzt gegen Youssef Mokhtari. Der wollte nämlich allein auf unseren Keeper zulaufen. Franke hat es verhindert. Aber für mich ist es besser, weil jetzt muss ich da nicht aufpassen, dass der Rot kassieren könnte. Gelb-Rot.
So, Marco Holz hat sich jetzt verletzt. Patellasehnenanriss. Also Patellasehne ist auch so ein ganz gefährliches Ding. Ich glaube, das ist mal bei Ronaldo gerissen, also bei dem richtigen Ronaldo. Nicht bei der portugiesischen Imitation. Und das ist wohl nicht schön. So, nächste Chance für Leipzig. Die ist gut. Schöne Kombination. Dennis Tomala zieht ab und trifft. Ja, so einfach ist es. Steht aber im Abseits. Das ist schade. Also ich hatte hier quasi schon das 3-0 verbucht. Was die aber mir uns leider nicht zugestehen wollen. Timo Röttger mit einer 3,5 ist relativ müde. Deswegen bringe ich da heute Matthias Morris. Dann sehen wir bei der Gelegenheit dann nochmal das schöne Bild. Was er jetzt hat. Hoffe ich zumindest. Vorher hatten wir noch eine Ecke von Rockenbach da Silva. Aber diesmal Luboe. Ohne Probleme. Und unterläuft den nicht. Muss er sich also nicht da mit irgendeinem, ja, beim Abwehrspieler bedanken. Tobias Schröck prüft Coltorti aus der Distanz. Aber der nimmt den Ball locker auf. Also keine wirkliche Prüfung für unseren Keeper. Ich sag mal Konzentration, weil das jetzt hier natürlich sichtbar in Sachen Burghausen nochmal läuft. So, auch hier jetzt die gleiche Situation wie vorher. War abseits. Und so zählt natürlich das Tor nicht. Es soll Blinde geben mit Pfeifen im Mund, die das nicht sehen, beziehungsweise Leute mit Fähnchen in der Hand. Dann kann das so ein Tor auch mal drin sein. Aber hier in der Situation, ich denke mal, Carsten Kamlott können wir jetzt auch noch bringen. Es spielt diesmal Daniel Fran durch, der Captain, der braucht es. Ich habe das gesehen, dass Papadimitru relativ von der Frische jetzt absinkt, aber ich habe keinen Spieler, den ich da hinstellen könnte. Weil der das könnte, den haben wir nicht mit. Wo ich jetzt den Namen nicht weiß. Ja, Schande über mich, ich kenne meine Spieler nicht alle. Aber das wird natürlich noch kommen. Ich glaube, Fandrich ist es, der links spielen kann. Den wir jetzt nicht dabei haben. Von der Taktik, ich glaube, wir können jetzt mal auf Konter spielen. Spezialmanndeckung ist okay. Ich glaube, das Pressing, das nehmen wir noch ein bisschen zurück. Einsatz auch ein bisschen. Abwehrreihe ist okay. Da können wir schon ein bisschen tiefer gehen, also 40% hätte ich gerne, oder 41 ist wurscht. So, die Spieler von RB Leipzig wirken müde, das ist klar, wenn man mal hier drauf guckt. Das kennen wir sonst nicht, also aus dem ersten Let's Play, wo wir wirklich nur Mannschaften hatten, die im Profibereich wirklich ganz oben dabei waren. Und dementsprechend natürlich auch die Mitarbeiter waren, Fitnesstrainer und so weiter, es passiert aber nichts mehr. Also der zweite Sieg, also wir sind nach wie vor ungeschlagen in der neuen Liga. In Burghausen am dritten Spieltag der zweite Sieg. Und das Wichtigste und das Schönste eigentlich an der ganzen Sache, dass wir zu Null gespielt haben. Das freut mich. Wir haben heute eine Chance gesehen. Also für Kamlott, für Morris und ein klassisches Spiel von Papadimitru, der in der zweiten Halbzeit nicht mehr so aufgetreten ist, aber guck mal auf die Frische. Also der war tot. Wirklich. Also der hat wahrscheinlich da nur noch auf allen Vieren über den Platz geschlichen. Okay, sehr schönes Spiel. Ich würde sagen, wir hören uns gleich sofort wieder im Nachbericht. So, da sind wir auch schon wieder. Klasse Partie. Das ist schade für Burghausen. Der beste Mann, Marco Holz, der war ja nachher verletzt, musste raus. Aber ja, das war wirklich nicht ligatauglich, was Burghausen hier gemacht hat. Die haben sich hier vom Aufsteiger zu Hause richtig vorführen lassen. Also wir hätten theoretisch noch höher gewinnen können, was wir da alles an Chancen hatten. Tobias Villas war heute richtig klasse und hat Fabian Franke mal gezeigt, wie man das macht mit einer 1,5. Franke, Tätigkeit, nur gelb bekommen, das war das Glück für uns. Das war nämlich schon relativ früh. Man kann sich das ja vorstellen, wenn wir da mit 10 Mann weiterspielen müssen, dann kann das Spiel ganz anders laufen. Dann können wir nachher hier theoretisch mit einem oder mit 0 Punkten wieder nach Hause fahren. Zurück nach Leipzig. So ist es aber nicht gekommen. Er durfte weiterspielen und mit einer Note 4, ich würde mal sagen, der schwächste Mann von uns heute am Platz. Ganz stark, Villas haben wir schon gesagt. Bastian Schulz müssen wir nennen, mit einer Vorlage, mit dem ersten Einsatz heute. Papadimitru mit 2 Toren. Hat er absolut wirklich gezeigt, dass er auch mit 18 Jahren schon absolut drittligatauglich ist, wenn nicht sogar noch höher. Also da müssen wir aufpassen, dass der uns nicht sofort weggekauft wird. Aber was wollen wir machen dagegen? Ne? Das ist es halt, wenn du Drittligist bist, ob da jetzt Red Bull dahinter steht oder sonst wer, ob der Weihnachtsmann. Das ist egal, Drittligist bleibt Drittligist. Und wenn da ein Verein kommt, sagen wir mal ein gehobener Zweitligist, Kaiserslautern zum Beispiel, oder ein schwacher Erstligist, dann sind die Spieler einfach weg. Die können einfach höhere Gelder zahlen, weil natürlich die Fernsehgelder da sind, die Sponsorenzahlungen höher sind
und das Budget natürlich dementsprechend auch. Ist einfach wichtig, dass der einen Vertrag hat, der möglichst lang geht, dass zumindest die Ablösesumme stimmt, wenn so ein Spieler uns verlässt. So, ich laber viel zu viel, wir sollen mal weiter gucken hier. Statistiken, da sehen wir es nochmal. Wenn du als Aufsteiger 61% Ballbesitz hast, dann ist es schon sehr, sehr gut. 1600 Zuschauer waren mitgekommen, das ist fast die Hälfte von denen, die überhaupt von Burghausen im Stadion waren. Und das war immerhin die Heimmannschaft. Also im tiefsten Bayern würde ich mal sagen, im Moment nicht Friede, Freude, Eierkuchen in Burghausen. Tobias Villas, zu Recht Spieler des Spiels geworden. Es hätte auch Papadimitro sein dürfen, aber da war die zweite Halbzeit nicht gut genug. Also kann ich das schon irgendwo nachvollziehen. Also Spieler der ersten Halbzeit, dann ist natürlich ganz klar, wer da hier stehen müsste. Schauen wir mal auf die Ergebnisse. Ja, die starken Dortmunder verlieren 1:3. Da ist jetzt der gute Marvin Ducksch ist weg. Da muss natürlich jetzt umdisponiert werden. Und da kann es auch schon sein, dass das jetzt der erste quasi sichtbare Aspekt war, dass die vorne einfach einen Spieler verloren haben, der Tore macht. Verlieren 1:3. Gut, da war jetzt eher das Problem hinten, dass die zu viel Gegentore kassiert haben. Weil mit dem Tor, was du selber schießt, kannst du ein Spiel gewinnen. Das ist klar. 1:0. Das knappste aller möglichen Siege. Ja, Duisburg-Regensburg, das Spitzenspiel, das endet hier 1:1. Duisburg auf der 7 fällt dadurch ein bisschen runter natürlich, weil Mannschaften wie Preußen-Münster, wie wir natürlich, wie die Stuttgarter Kickers und Rostock, da sie überholen. Halle gegen Wiesbaden 1:2, Stuttgarter Kickers knappes Ergebnis gegen Holstein Kiel, die jetzt wieder relativ nah an den Abstiegsplätzen sind, mit einem Punkt aus 3 Spielen, Platz 17. Aber ist, glaube ich, vom Kader her absolut nachvollziehbar. Da muss ich auch erst gefunden werden. Saarbrücken gegen Elversberg. Souverän, würde ich mal sagen, am Ende 3:1. Tolles Spiel in Darmstadt. 2:3 gegen Osnabrück. Also, das sind zwei Mannschaften, die hier im Mittelfeld stehen. Heidenheim gegen Chemnitz. Zwei Favoriten. Vielleicht Chemnitz eher Geheimfavorit. Obwohl es noch nicht so aussieht von den Punkten her. Heidenheim war ja schon so nah dran letztes Jahr. Da sind sie so knapp gescheitert, wirklich an Platz 3 an der Relegation. Die dann letztendlich, ich weiß nicht, wer war das denn nochmal, der die Relegation gespielt hat? Ich habe das doch glatt vergessen, Mensch. Weiß ich nicht, schreibt mir es unten rein. Helft mir auf die Sprünge, Münster. Ja gut, das haben wir schon gesehen, dass die uns quasi wie ein Schatten hier folgen, haben auch 7 Punkte. Die gewinnen 2:1 gegen Erfurt zu Hause und Rostock überzeugendster Sieg heute mit einem 4:0 abschließend gegen Stuttgarts zweite Mannschaft. Das ist ein Ausrufezeichen, also vergesst mir die Rostocker nicht. Die haben 8 Tore jetzt geschossen, 3 kassiert, also das ist ordentlich. Wollen wir mal gerade reingucken, was hier sonst noch gespielt hat? Noch nix. Können wir Regionalliga West gucken, einfach mal aus Spaß. Die haben auch nicht mal weiter gespielt hier. Also relativ früh der erste Spieltag und dann erstmal eine Pause. Die Stimmen heute. Der Trainer von Burghausen, da ist nämlich Papadimitro erwähnt. Ja, ich hoffe, dass Christos Papadimitro in dieser Saison nicht mehr gegen uns spielt. Kann ich verstehen. Und unser Präsident, ja, the boss himself, sagt, für mich ist das größte Risiko, kein Risiko einzugehen. Also das kann man ihm schon so ein bisschen nachziehen. Also der hat natürlich da damals mit seinem Energy Drink, das hat er, war das in den 80er Jahren, wo er in Thailand im Urlaub war, hat er, glaube ich, da so ein Getränk probiert quasi und es hat ihn schwer wach gemacht und er wollte wissen, was ist es und was ist da drin und so weiter, bla bla. Und damit ist quasi sein Unternehmen geboren worden und es ist ein absoluter Visionär und ich habe wirklich großen Respekt vor dem, was er geleistet hat, was er auch für Österreich macht, das darf man auch nicht vergessen, für die Wirtschaft und so weiter. Ist ja auch wirklich schon lange Jahre jetzt im Sport aktiv. Auch sein Formel 1 Team darf man nicht vergessen, das mittlerweile jetzt mit Sebastian Vettel 4-mal Weltmeister war in Folge. Und da ist kein Ende der Dominanz in Sicht. Also was der Mann macht, das macht er wirklich mit Nachdruck und mit Ernsthaftigkeit. Und das sehe ich auch beim Fußball mittlerweile so. Auch wenn ich das nicht gerne sehe, wenn irgendein Investor dahinter klemmt. Aber man muss halt einfach mal dahinter gucken, ein bisschen und das verstehen. Und das hilft natürlich. Heißt nicht, dass man das danach gut heißt, aber man versteht. Und das ist teilweise auch wichtig. Ich habe anscheinend heute Geschichtstag, erzähle sehr viel. Spieltagsstatistik. Papadimitro ist dabei und auch Tobias Villas, also zwei Männer von uns. Das freut mich, also beide auch zum ersten Mal da drin, haben beide Premiere. Zwei Jungs von Stuttgarter Kickers, zweimal unter Haching. Also das ist alles schön aufgeteilt hier. Noch gewürzt mit einem von Wien Wiesbaden, einem Rostocker, einem Osnabrücker und einem Mann von Jan Regensburg. Saarbrücken hatte ich gesagt, ja? Egal, auf jeden Fall
Wisst ihr Bescheid? Jonas Hummels, unschwer zu erkennen. Der Bruder von Mats ist ja auch dabei für Unterhaching. Spieler des Tages Patrick Wiegers. Das ist der Torwart von Jahn Regensburg. Also der hat anscheinend sehr viel gehalten, obwohl er einmal hinter sich greifen musste. So, die Teamleistung. Super. Also 2,86. Und schaut mal hier drauf. Schaut mal hier auf die Mannschaftsstärke. Das ist richtig klasse. Wenn wir mal gucken, wie in Wiesbaden 672, Duisburg 677. Wo haben wir denn Preußen Münster? 603, das kann nicht sein. Ich weiß nicht, ob die da eine rote Karte hatten oder sonst irgendwas die Klofrau eingewechselt haben. Aber das ist schon richtig stark. Und da kann jetzt auch keiner irgendwie herkommen und ich würde es selber auch nicht machen und sagen, ja, Aufstieg ist nix und wir sind Aufsteiger und da muss man sich erstmal finden. Klar ist es so. Aber mit dem Background, den wir haben und mit der Mannschaft, die wir haben, muss das eigentlich fast schon Ziel sein. Und wenn die eingespielt ist und wirklich die Schose läuft, dann garantiere ich für gar nichts mehr. Aber man kann natürlich auch mal auf die Fresse fliegen, ne? Irgendwelche schlechten Phasen haben, dann nützen die auch die Mannschaftsstärke nichts. Wenn einfach die Form dann von den vielen Spielern, die am Platz stehen, nicht passt. Also da muss man aufpassen. Man kann jetzt nicht sagen, hier Formel bla bla, mathematisch das Ganze irgendwie rechnen wollen und sagen, ja, du musst aufsteigen oder du musst wirklich die ganze Saison ungeschlagen bleiben, weil das ist nicht möglich. So, die Verletzungen, Fairplay, Karten. Ja, Wacker Burghausen hat ja auch Verletzte. Omo Diakpa zum Beispiel, Czolak. Wir sind eigentlich nur mit Hoheneder dabei und das ist nicht lange. Zum Beispiel hier Markus Seiler immer noch 10 Wochen, Göbel 4 Monate, da oben haben wir noch einen, Ken Lemmens, auch noch 3 Monate. Das habe ich ja letztens schon mal erwähnt, dass wir eigentlich da echt Glück haben. So, wir starten in die Woche. Und ja, nee, Reserve hat glaube ich nicht gespielt, das war noch vom letzten Mal. Da muss ich mal schauen, ob das überhaupt irgendwie passiert. Weil ob wir da Nachricht bekommen, wenn die überhaupt spielen oder ob das einfach nur im Bildschirm dann quasi angezeigt wird, wenn wir draufklicken. So, Braunschweig-Talent, Odysseas Flachodimos wurde anscheinend verpflichtet. Kann ich den anklicken? Ja, der wurde quasi jetzt von Braunschweig geholt. Kann mir auch fast vorstellen, dass der dann sofort Stammkeeper wird. Weil so starke Torhüter haben die nicht. Die haben Davari und die haben, glaube ich, Petkovic, aber die sind beide eher, ja. Da haben wir Petkovic mit einer 70, Davari mit einer 65. Ich glaube, da kommt der Flachodimos auch bald schon hin. Müssen wir mal gucken, wie das sich entwickelt. So, Christian Müller, SV Joskori, da haben wir es jetzt. Der möchte gerne im anderen Team spielen. Ja, wenn ich jetzt hier Forderungen absolute Summe Dingsbums mache, dann ist der weg, weil ich glaube schon, dass die Österreicher das noch drauf zahlen. Ich will den aber gar nicht hergeben, weil wir brauchen den. Wir haben nur 2 Rechtsverteidiger und einer davon ist Laie. Ich kann das eigentlich kaum durchziehen jetzt hier. Ich muss das ablehnen. Oder ich muss so hoch ansetzen, dass sie es niemals machen. 20% Weiterverkauf nützt mir nichts. Wenn die den für 50.000 weiterverkaufen, dann bekomme ich 10.000. Und das ist eigentlich, sagen wir mal, nix. Das lohnt sich eher, wenn du wirklich hohe Millionensummen kassierst. Wenn der zum Beispiel, was weiß ich, für 40 Millionen weggeht, dann sind 10% zum Beispiel gleich mal 4 Mille. Oder 20% sind 8. Also da kann man sich das schon ungefähr rechnen. Nee, ich mach abbrechen. Ich hoffe mal nicht, dass der mir das jetzt nachträgt und einen kompletten Hals schiebt. Das werden wir aber sehen. Status bricht Verletzungen. Hoheneder konnten wir uns schon angucken. Die beiden Jungs hier, wenn es geht, loben wir die. Großes Lob für Villas. Also wir haben keine Moralpunkte dazu gewonnen, aber wir haben ihm quasi gezeigt, dass wir auf ihn setzen. Glückwunsch zu deinem ersten Tor in der Liga, zu deinen ersten beiden Toren in der Liga. Ganz stark. 65er Stärke jetzt, 18 Jahre alt. Ich habe immer gedacht, der hat graue Haare hier. Das sieht echt so aus, oder? Hier außen. Gut, es ist natürlich auch ein Typ, ein dunkler Typ, ne? Die fangen ja sowieso sehr früh an mit grauen Haaren. Kann natürlich passieren. Ich meine, 18 Jahre ist schon sehr früh. Was hat denn der für einen Vertrag 2016? Marktwert 280.000. Also da kommt, glaube ich, schon so eine Summe wie 500.000 zusammen, wenn der gehen sollte. Guck mal hier, wie schnell der schon ist hier. Schnelligkeit, Beweglichkeit ist auch fast schon 170. Sprungkraft, Robustheit, Ausdauer, Balance. Das ist wirklich für einen 18-Jährigen, der in der dritten Liga spielt, ist das echt klasse. Offensives Stellungsspiel ist super, Flanken, da ist er dran. Aber das hat ja schon relativ gut funktioniert mit den Flanken. Wir gucken mal rein hier, Entwicklungsprognose. Nehmen wir einfach mal an, der hat ja das Talent für eine Note 3,25, würde ich mal sagen, schon.
Der macht ja nicht alle Spiele. Ich würde mal schätzen, vielleicht so 32. Weil wir haben ja gesehen, wie schnell müde die sind. Position LM ist klar. Durchschnittsstärke Gegner natürlich runternehmen. Ich würde mal sagen, eine 60 ist zu wenig. Ich würde mal sagen, eine 65. Weil wir haben Spieler dabei, die sind stärker. Die sind an einer 70er dran. Aber auch welche, die sind 60 und schwächer. So, Potenzial würde ich auch mal sagen 65. Und dann gucken wir mal, wo der hinkommt. Also der würde quasi die Saison auf einer Plus 1 beenden. Hätte dann, jetzt ist er auf einmal 19, aber das, ja gut, das ist, weil er ein Jahr weiter ist, genau, stimmt. Jetzt habe ich es verstanden. Also der kann locker hier, da haben wir ungefähr die 75, der kann so eine 72, kann der erreichen, also Stand heute. Wenn das Potenzial so bleibt. Wenn wir natürlich davon ausgehen, dass wir aufsteigen, dann erhöht sich das natürlich hier alles. Dann geht zum Beispiel die Durchschnittsstärke Gegner auf 68, ungefähr. Wenn wir mal annehmen, dass der hier dann vielleicht noch ein bisschen besser spielt, ein paar mehr Spiele macht, also ich nehme mal an, dass wir den auf eine 75 bekommen könnten. In den nächsten 2 Jahren. Genau. Weil das Talent hat er auch. 3 Talentsterne sind ordentlich. Und ich meine, das Talent kann auch noch erhöht werden. Der ist ja erst 18. Also ist alles möglich. Das ist, glaube ich, das Juwel von RB Leipzig. Aber nicht den Yusuf Paulsen vergessen. Der hat eigentlich ähnliche Perspektive. So, das ist gescheitert. Ist okay. Was haben wir hier? Ein Ring? Will ich nicht. Was will ich damit? Das ist so eine Ringbox. Wofür soll das sein? Oder ist das eine Krawatte? Keine Ahnung, auf ihr nettes Würstchen ist so ganz gut, immer was zu essen dabei. Das passt schon. So, wir gehen mal ein Stückchen vor und gucken mal, ja, das ist klar, keine Einigung wegen Christian Müller, ganz genau so wollten wir das ja auch. Leighton Baines vom FC Everton zum FC Arsenal, das ist genau deckungsgleich zum letzten Mal. Ihr könnt euch vielleicht erinnern, da haben wir den ja dann damals Saison 2018, 2019... War das so? Irgendwie da? Oder 2017, 2018? Keine Ahnung. Auf jeden Fall von Arsenal zurückgeholt, ablösefrei. Und da hatte der immer noch die Stärke, die er jetzt hat. Also das ist ein Spieler, der hält sich. Also auch im hohen Alter dann wirklich, dann hohes Alter ist gut, ne? Dann ist der, wie alt ist der dann? 33. Also sagen wir mal, hohes Alter für einen Feldspieler. Aber dann können wir uns natürlich im Leben nicht leisten. Niemals. Vielleicht in 6, 7 Jahren. Vielleicht machen wir das dann. Mal gucken. Könnt mich ja dran erinnern. Alexander Lukovic von Zenit St. Petersburg zum HSV für 1,7 Millionen. Genau, der war ja eben in den im Zeitungsbericht, im Kicker habe ich den gesehen, das Gesicht erinnert mich gerade. Ja, Udinese hat er gespielt, Ascoli in Italien, Roterschwer in Belgrad, also schon sehr lange davor in Italien gewesen und dann seit 2010 in Russland unterwegs. Irgendwo fehlt mir das hier, ne? Das hier, das fehlt so ein bisschen. Ich weiß aber nicht, ob das nur für die hohen Ligen gilt oder nur dann kommt, wenn nicht die hohen Ligen dazustoßen. Das werden wir ja dann sehen. Ja, ich habe letztens gelesen, dass natürlich das Bankkonto von uns schon sehr gut gefüllt ist mit 17 Millionen, das teilweise Bochum in der 2. Liga nur 6 Millionen hat an Bargeld. Das zeigt natürlich noch einmal mehr, was in Leipzig für ein Potenzial schlummert. Jetzt nicht, was selbst erarbeitet ist, das ist klar. Weil selbst erarbeitet ist Bochum. Natürlich kommt es von Red Bull, die Kohle, die halt da ist. Aber das Ganze nützt dir nichts, wenn du es nicht nutzen kannst. Und wir wollen es natürlich nutzen. So, Hoffenheim gegen Stuttgart, das wird die Stuttgarter ärgern. Dass die gegen Hoppenheim hier quasi im Finale auch noch verlieren. Nach Elfmeterschießen, noch ärgerlicher. So, hier haben wir ein paar Jugendspieler, die natürlich nie im Leben zu uns kommen wollen wahrscheinlich. Ein Isländer, Karason, Marcel Linnemann, 62er Stärke, Gottes Willen, 240.000. Den könnte ich nicht mal kaufen, wenn ich das wollte. Ja, der hat ja, ein Angebot von sonst wem. Wir können ja mal den hier probieren. Ne, der hat keinen Bock, ist klar. Kommt von Frankfurt. Ist hier sonst noch irgendeiner dabei, der schlechter ist? Ne. 52. Ich glaube hier Jürgen Drexler, das ist glaube ich eher noch unser. Oder Florian Kusel, das ist glaube ich eher unsere Kragenweite. Aha, bei dem wird es sogar funktionieren hier. Handgeld kann Leipzig, glaube ich, ein bisschen was bezahlen. 45.000 machen wir Grundgehalt. Der soll erstmal in der zweiten Mannschaft spielen, glaube ich. Das ist ungefähr Joshua Kimmich-Niveau. Und das ist die gleiche Position. Das heißt, wir brauchen natürlich nicht 2 davon. Deswegen, wir können auch sagen, Jugendmannschaft, dann bekommt er halt 20.000. Dann sparen wir das hier oben ein. Oder 25. Gucken wir mal. Macht der natürlich nicht, weil der ist in der Jugend von Schalke. Was soll der denn in der Jugend von Leipzig? Ne, der hätte natürlich jetzt gesagt, erste Mannschaft Leipzig hätte ich genommen wahrscheinlich. So, der erste Anlass ist ein Kauf von Alexander Siebeck interessiert. Möchten Sie das Angebot annehmen? Ich weiß ja gar nicht, wie hoch das ist. Das wäre jetzt mal cool gewesen, wenn es hier beigestanden hätte.
Alexander Siebeck, können wir gucken. 70.000 Marktwert, Ballgewinner, 18 Jahre alt, ja, Fähigkeiten 61. Wenn ich jetzt Kimmich nicht hätte, hätte ich jetzt einen Hals, aber ich glaube, so ist es schon, glaube ich, okay. Jetzt ist er bei Anderlecht, zur Heidinger Trainingsziel. Nicht so viel. Ich wollte es ja nicht. Ich wollte ja kurze Schritte machen. Jetzt erst recht. Bei einem schwächeren Verein. So, Hoheneder ist wieder fit. Siebeck wechselt für 70.000. Also gut, die können Marktwert verpflichten. Also wenn es heißt, die dürfen einen Spieler holen, dann heißt es nicht, dass es umsonst geht, sondern wir bekommen dann schon noch ein bisschen Kohle. So. Ich wünsche dem natürlich sehr viel Glück da hinten. Aber ich habe jetzt so nicht die große Hoffnung, dass der da relativ schnell spielen wird. Ich weiß nicht, ob die eine zweite Mannschaft stellen, aber naja. Wollen wir mal gucken, was draus wird. Wir können das ja quasi verfolgen bei früheren Spielern. So. Die Folge wird lang, habe ich das Gefühl. So, sportliche Ziele. Aggressiv natürlich, weil man hat es gesehen. Der Saisonstart war klasse. Viel zu unerfahren. Da stimme ich, glaube ich, zu, weil wir haben sehr viele junge Spieler. Etwas zu negativ. Also, ja, doch. Ne? Also, hätten wir auch wirklich dann nicht so arg sehen müssen. Aber ich habe das jetzt mal darauf bezogen, dass es halt wirklich eine neue Liga ist und sehr viele junge Spieler mit 18, 19 Jahren. Total überaltert ist natürlich kompletter Blödsinn. Starke Ablehnung. Oder Ablehnung reicht. Etwas zu positiv. Was ist mit euch los? Mit dem Aufstieg klappt. Ich würde mal sagen, Zustimmung. Zustimmung, weil wir haben ja gesehen, was die Mannschaft Jäger aussagt. Und das Saisonziel ist ja sowieso Relegation. Und wenn ich 1 plus 1 zusammenzähle, dann heißt es halt nichts anderes, dass wir uns gefälligst nächstes Jahr in Liga 2 einfinden sollen. So, 17 von 20 ist natürlich ein bisschen gestiegen, also wir haben uns nicht schlecht geschlagen bei der Jahreshauptversammlung. Wir sind Zebras weiß-blau, unser Club der MSV, und wir stehen für euch immer hier. So, sehr, sehr schön, stimmungsvoll, der MSV Duisburg und seine Hymne. Die hören wir natürlich, weil Duisburg ein Verein ist, der in der 2. Liga gespielt hat, eigentlich. Und da greift ja auch noch Bernardo Soundpatch, also 1. 2. Liga habe ich da drin. Wir sind auch gleichzeitig das Topspiel. 4. gegen 7. stärkster Spieler auf dem Feld dürfte Daniel Frahn sein. Also der hat sich ein bisschen wieder berappelt. Seit der letzten Partie zum ersten Mal seit Ewigkeiten 90 Minuten gespielt. Osnabrück gegen Rostock. Rostock Geheimfavorit. Spätestens seit dem letzten Spieltag. Und Wehen Wiesbaden gegen Preußen Münster. Also schöne Spiele, würde ich mal sagen. Wir können mal ein bisschen was reden. Also mit allen gesprochen haben wir ja schon. Großes Lob für Anthony Jung. Der macht es echt toll. Zurzeit klappt wirklich alles. Hoffentlich bleibt das so. Ich hoffe es auch. So, der möchte Stammspieler sein. Mannschaftsführung gibt im Training alles. Bist müde. Balance soll er mal verbessern. So, macht er auch. Extra Schichten sind angedacht. Körperlich stärker werden. Paulsen. Muss ich nicht erklären. Das braucht man natürlich als Stürmer. Körperlich stärker werden brauchen wir auch als defensiver Mittelfeldspieler. Dominik Kaiser, Timo Röttger. Der Kampfdackel, ich glaube, der braucht es nicht. Aber ich sage es dem einfach mal. Bastian Schulz hat ein tolles Spiel gemacht. Gut trainiert, kann ich mal loben. Überhaupt kein Problem und das reicht jetzt, glaube ich, auch mal. Da wir ja das Spiel noch haben, wollen wir nicht zu viel verschwenden. So, Scouting abgeschlossen von Sportfreunde Lotte. Ich muss hier öfter reingucken, weil jetzt ist es natürlich essentiell, dass wir hier wirklich uns top-talentierte Spieler holen. Zum Beispiel hier Alexander Ludwig, aber das ist kein junges Talent, das ist natürlich schon ein erfahrener Spieler. Ich meine, der wäre auch schon mal bei Leipzig gewesen, oder? Na, er steht hier nicht drin, leider. Können wir nicht nachgucken, aber der kommt mir so vor, als ob der da mal gewesen wäre. So, da haben wir Lukas Engelke. Das ist zum Beispiel einer von Duisburg. Da könntest du sagen, Transfervorbereitungen interessiert unter Vertrag zu nehmen. Der ist nämlich nicht schlecht. Wahrscheinlich der Sohn von Anke Engelke. Haha. Wer die kennt. 3.940 Dauerkarten verkauft. 573.000 an Kohle hier. Wollen wir mal gerade gucken. Okay, das ist verkauft. Hier sehen wir jetzt auch die erwarteten Zuschauer gegen Union im Pokal. 33.900. Ansonsten ist es ein bisschen gesunken, zum Beispiel jetzt hier bei der Spielvereinigung Unterhaching nur 18. Da kann ich ja theoretisch sagen, dass wir da ermäßigt machen. 23. Also ich mache das jetzt mal überall, wo hier unter nahe 20 ist. Elversberg. Und das war's dann auch schon. Also überall wird sonst 20.000 plus erwartet. Und das ist super. Habe ich ja auch schon mal gesagt. Ich kann mich da nur wiederholen. Das ist für einen Drittligisten Wahnsinn. So, bevor das jetzt hier noch länger dauert, wollen wir mal schauen, was wir jetzt hier einstellen. Christian Müller ist relativ müde. Deswegen spielt heute da auf der rechten Seite
Der Abdullahi Sek hat auch eine gute Form, ist zumindest ein bisschen fitter. Duisburg, Erfurt ist dann eine Woche später, dann kommt die Union. Also wahrscheinlich müssen wir mal gucken, dass wir gegen Erfurt ein paar Leute schonen. Gegen Duisburg kannst du das nicht machen, weil das ist eine Top-Mannschaft. Morris, haben wir hier noch irgendwo rechts? Der Fandrich ist aber auch immer noch müde. Also ob ich jetzt den Röttger spielen lasse mit einer Frische von 61 oder den Fandrich mit einer 70, das macht nicht so viel aus. Deswegen lasse ich den stehen. Paulsen kommt wieder mit für Kamlott, aber der ist immer noch relativ down bei der Frische. Dominik Kaiser, aber der Bastian Schulz hat es top gemacht, deswegen spielt er heute auch. Ist auch jetzt bei der Frische nicht ein Problem. Hoheneder, Tim Sebastian nehme ich mal raus, weil der, wie gesagt, mit der Frische Probleme hat. Wir müssen gucken, ne? Das wird jetzt ein hartes Spiel gegen Duisburg, weil gegen Burghausen hat man das nicht gemerkt, das, wo wir quasi müder wurden, dass die uns da einstellen konnten. Gegen Duisburg wird es anders sein. Und, nee, wir spielen zu Hause, ich mache keinen Konter, bin ja nicht blöd. So, Pierre De Witt ist hier der Mann mit den meisten geschossenen Toren. Kevin Wolse bereitet gerne vor. Das heißt, die spielen gerne über die linke Seite und die Mitte so ein bisschen. Also der Flügel hier wahrscheinlich. Branimir Bajic, beste Durchschnittsnote. Also das Zentrum hier, das macht wirklich alles aus, würde ich sagen, beim MSV Duisburg. Und wir versuchen wirklich die Spitze des Dreiecks so ein bisschen einzuschränken. Und vorne Kingsley Onuekbo, das ist ein Spieler, der sehr gute Physis hat, aber keinen guten Torriecher. Und ich hoffe mal, dass das hinten gepackt werden kann. Also Pierre De Witt, den wollen wir uns schnappen. Und dann hoffe ich natürlich auf ein erfolgreiches Spiel. Wollen wir mal gucken, wie wir das machen. Ob wir das im 3D-Spiel machen oder im Textmodus. Ich überlege mir da was. Wir gehen aber erstmal nochmal ein bisschen segeln, dass wir das unten verbessern mit dem Präsidenten. Und ansonsten glaube ich alles okay. Karriere, das ist klar, Segeln lernen wissen wir, Mitarbeiter wissen wir auch, Ergebnisse, Reserve wollte ich mal gucken, ah ja, okay, da haben wir es, die haben 6 Punkte, befinden sich auf dem Aufstiegsplatz in die Regionalliga Bayern, nee, Bayern natürlich nicht, eigentlich nicht, die müssten normalerweise hier Regionalliga, wie ist es da, also Nordost, das müsste eigentlich das Ding sein, aber soll uns jetzt nicht stören. Wir gucken mal. Jetzt erstmal gegen Duisburg. Bis gleich.